Hallo meine Lieben, hier mal wieder ein Situationsvideo, aktuelle Situation. Warum bin ich nackt? Ich bin nackt. Ich habe euch ja erzählt, dass ich deswegen auch nicht lange im Krankenhaus war, weil ich ja rechte Schulter und rechtes Bein kaputt ist und ich dann dadurch nicht mit der Krücke laufen kann, weil ja beides in einer Seite kaputt ist. Deswegen habe ich meinen Bürohocker hier. Ich muss euch mal ein paar mysteriöse, interessante Sachen erzählen. Ja, ja, meine Stimme ist auch etwas verzerrt. Das kann auch von den Schmerzen kommen. Die Schmerzen sind aber jetzt werden immer weniger. Jetzt habe ich wieder den Faden verloren, wenn ich immer so viel Sachen auf einmal sagen möchte. Das sind sehr interessante Themen jetzt mit sehr interessanten Punkten. Also, warum bin ich nackt? Weil ich, wenn ich aufs Klo muss, ich habe auch meine Flaschen am Bett übrigens, ich habe meine leeren Flaschen und natürlich braucht man welche mit größeren Öffnungen, damit ich halt pinkeln kann, ja, reinpinkeln kann, weil jedes Mal aufs Klo zu gehen ist ein Riesen-Act und ich mache das alles übrigens mit meinem Bürostuhl. Jetzt kommen wir gleich zum Interessanten von dieser ganzen Sache. Warum habe ich keinen normalen Rollstuhl? Kann man sich auch ausleihen im Krankenhaus? Warum habe ich keinen? Weil die um die 70 cm breit sind. Ich habe aber Küche, Schlafzimmer und Klo habe ich nur 65 breit. Ja, das reicht vollkommen für einen normalen Menschen. Ja. Das sind auch so Sachen, die ihr beachten solltet, wenn ihr mal was kauft. Ja. Dass, falls mal was passieren sollte, dass ihr auf solche Sachen Acht gibt. Ja. Dass die Türen halt über 70 sind, also am besten 80. In meinem Café musste ich ja die Gesetze einhalten für Schwerbehinderten-Toiletten. Und da habe ich ja sogar 1 Meter noch was breit, die Behinderten-Toiletten. Und jetzt komme ich zu dem Speziellen, was ganz komisch ist. Ja. Erstens, was ist ganz komisch? Erstens, ich habe eine türkische Dame, die auch Deutsch sprechen kann. Eine sehr liebe Frau habe ich eingestellt. Eine Woche vor dem Unfall. Ja, eine Woche vor dem Unfall, weil ich nämlich zu viel zu tun hatte mit Immobilien. Und ich habe schon ein paar Mal die Leute halbe Stunde vorm Café warten lassen, tut mir leid auch dafür, weil ich halt unterwegs war wegen Immobilien, ja, und das geht halt beides nicht, aber ich bin ja selber sehr gern im Café, übrigens das Café hat auf, weil ich ja, wie gesagt, eine Dame fest eingestellt habe und komisch, eine Woche vor dem Unfall, ja, stell dir mal vor, ich hätte den Unfall gehabt und hätte erst eine suchen müssen, die einen anlernen müssen und so weiter. Nein, hatte ich alles eine Woche vorher gemacht. Komisch, oder? Dann das andere Komische ist, ich mache alles aktuell, wie gesagt, mit meinem Schreibtisch-Rollstuhl, mit meinem Rollstuhl, sage ich, Bürohocker, mit meinem Bürohocker, mit den Rädern. Und mich hat es immer angekotzt, wenn man so Bürohocker gekauft hatte, dass die Räder so schnell kaputt gehen. Ja? Ich bin ja 100 Kilo wiege ich, ja, und mein Büro gerade alle Jahre, die Räder waren kaputt. Daraufhin habe ich in Antalya gibt es, ich kenne mich da voll aus, vor allem im Industriegebiet, da gibt es einen Laden, der hat nur Räder, alle verschiedenen Arten, alle verschiedenen Sorten von Rädern, die Tonnen tragen können, die nur ein paar Gramm groß sind, Millimeter groß sind. Die haben alle Arten von Rädern und da habe ich damals, das ist schon 6-7 Jahre her, hatte ich dann Räder gekauft, die haben damals das Stück 50 Lira gekostet und ein Rad konnte 50 Kilo tragen. Das waren spezielle Bürostuhlhocker. Ich bin in vielerlei Hinsicht mache ich sowas. Ich tue Sachen umändern und dadurch halten sie viel länger. Ja, fällt mir jetzt kein Beispiel ein, ja. Und oder ich kaufe was und sehe von vornherein, ja, das da musst du so und so machen, dann hält es ewig. Wenn es aber so lässt, geht es dann genau kaputt, wie sie es haben wollen, ja.
lange Rede, kurzer Sinn. Dann habe ich diese Räder an meinen jetzigen, hier wo ich drauf hocke, hingemacht. Ja? Und das, die haben ewig gehalten, halten ja immer noch. Jetzt kommt der Witz. Jetzt kommt der Witz. Eine Woche vor dem Unfall habe ich überlegt, Mensch, jetzt kaufe ich mal wieder neue, weil die müssen auch mal wieder geölt werden. Die waren verschmutzt, die müssen mal sauber gemacht werden. Ach, bevor ich das mache, kaufe ich halt neue, habe ich mir gedacht. Und eine Woche vorm Unfall war ich hier in Antalya in unseren für die Insider der spezielle Baumarkt. Da war ich dann einkaufen und habe Bürostuhlräder gesehen und habe dann 5 Stück gekauft. Das waren aber normale, ja, waren auch günstig, 10 Lira, aber also ganz normale Bürostühle. Warum habe ich die gekauft? Weil der Bürostuhl hier, habe ich gedacht, naja, der macht es eh nicht mehr lang, der Stuhl selber. Und dann tue ich halt auch gleich neue Roller dran, also neue Räder dran und benutze den halt noch paar Monate, paar Jahre vielleicht noch. Ne? Und die alten Räder, habe ich gedacht, sind schon kaputt und so. Und die sind auch Kugellager gelagert gewesen, diese teureren. Und die schmeiße ich dann weg, habe ich gedacht. Jetzt, warum rede ich jetzt so lange um den Brei rum? Hätte ich jetzt praktisch diese Räder nicht gekauft, diese Bürostuhlräder, diese neuen, ja, eine Woche vorher, dann, weil die habe ich nämlich dann dran gemacht und dran machen lassen von meinem Kumpel und die waren dann sofort kaputt. Warum? Weil ich ja, ich würde euch gerne zeigen, aber ich kann mich nur mit einem Bein vor und zurück bewegen. Das andere Bein darf ich überhaupt nicht bewegen. Ja? Weil das Gips habe ich selber schon weggemacht, weil das muss halt noch fest werden und druckbelastbar werden. Ja? So, also passt auf. Worauf ich hinaus will, ist, dass ich praktisch dann wieder die alten, die teureren Räder, wo ich vor zig Jahren lang gekauft hatte, habe ich dann reinigen lassen und einölen lassen und habe sie wieder in den Stuhl ran reingemacht, weil die billigen, die ich vor einer Woche vor dem Unfall gekauft habe, die sind ja gleich sofort kaputt gegangen. Also versteht ihr die Logik? Ich stelle eine Woche, bevor ich den Unfall habe, eine Dame ein, weise sie ein, zeige ihr alles, wie alles geht. Die macht es ja immer, deswegen, das Café ist offen, wer kommen will, kann kommen. Ja? Unter der Woche von 14 Uhr bis 15 Uhr, von 14 Uhr bis 17 Uhr, 15 Uhr wäre schon ein bisschen zu kurz. Und dann gleichzeitig kaufe ich eine Woche vorher die Räder, obwohl ich seit 7 Jahren das überhaupt nicht dran gedacht hatte. Ja? Versteht ihr die Logik? Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich wahrscheinlich dann jemanden beauftragt, Mensch, du, kauf mir mal neue Bürostühle, meine alten da, die teureren, geben jetzt langsam den Geist auf. Versteht ihr diese Logik? Also sowas passiert mir öfters, Leute. Sowas passiert mir öfters, dass ich Vorausahnungen bekomme, Vorausinformationen bekomme und alles hat seinen Grund. Auch das mit dem Unfall. Jetzt geht es mir ja wieder langsam besser. Ich kann schon fast schon leicht drauf belasten. Mein Arm geht auch schon besser. Ich kann meinen Arm schauen. Ja, ich weiß schon, ihr denkt, das ist doch nichts dabei, wenn man da mal seine Hand hochhebt. Brecht euch mal die Schulter, dann macht mal das. Ja? Das da, was ich gerade jetzt hier da mache, ich muss es ein paar Mal machen, also Übung, ein bisschen Übung, hatte ich vorher überhaupt nicht machen können. Das war die Katastrophe. So, meine Lieben, ich möchte mehr solche Informationen euch geben, dass nicht alles geordnet ist, wie man sich das vorstellt. Es gibt mehr als was wir hier sehen. Ja, ich schwitze. Das kommt, weil wir in der Türkei leben und es ist immer noch warm. Ja, ich muss jetzt doch nochmal die Klima anmachen. Also, so viel mal von mir. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar so Sachen sagen. Naja, aber ich möchte, ich hatte ja schon vor meinem Unfall, hatte ich vorhin noch gesagt, vergiss nicht, hatte ich auch im Kommentarbereich geschrieben, dass ich mehr das Schöne von Alanya zeigen möchte. Wisst ihr noch? Könnt ihr euch daran erinnern? Ich möchte mehr das Schöne von Alanya zeigen, nicht immer nur Immobilien. Ja? Und dann ist halt leider der Unfall passiert. Und
Ich will halt eine Mischung machen. Ja? Ich will schöne Sachen zeigen, wo man hingehen kann. Gruß an Thorsten, der wird das jetzt auch, der ist auch bald wieder hier, der wird das auch machen. Und warum nicht gemeinsam? Oder schauen wir mal, wie wir das machen. Seinen Kanal müssen wir auch pushen. Und also es gibt hier vieles zu tun, Leute. Es gibt hier vieles zu tun. Es ist immer noch geil. Ich freue mich schon, wenn ich wieder gehen kann. Dann geht es wieder ab. Und ich möchte auch unten bei mir, freue ich mich über meine Pflanzen immer. Und wenn meine Gäste mir Pflanzen schenken, danke an Marianne nochmal und eigentlich fast alle haben mir Pflanzen gebracht, ja. Rolf und seine Frau und eigentlich alle meine Gäste, danke nochmal, ja. Ich werde aber die Menge an Pflanzen verdoppeln. Ich möchte noch mehr Pflanzen haben. Es soll hier, wenn man dann reinläuft, so richtig wie in einen paradiesischen Garten werden, ja. Ich sag doch mal, ich liebe mein Café, ja, und ich möchte, dass es noch schöner wird, ob jetzt jemand kommt oder nicht, das ist eine andere Geschichte. Zum Glück kommen ja immer täglich Leute. Ich danke auch dafür, ja. Und teilweise verpassen sie sich, teilweise kommen sie an unterschiedlichen Tagen, teilweise verpassen sie sich um 10 Minuten. Aber auch eine andere Geschichte. Es ist genau so, wie ich es wollte, ein Treffpunkt, wo man sich austauschen kann, wo man Informationen austauschen kann. Und dafür auch nochmal vielen Dank, dass ihr das alles so mitgestaltet. Ja, also in mehr interessante Videos auch um so spezielle Themen. Ja, spezielle Themen. Okay, meine Lieben, so viel mal von mir. Ich wünsche euch alle eine schöne Zeit und fahrt vorsichtig, bitte. Ey Leute, mein scheiß 50er Roller, ja, konnte 70 fahren. Jetzt stellt euch mal vor, das wäre mir mit 70 passiert. Und ich fuhr die ganze Zeit immer ohne Helm. Ich bin immer ohne Helm gefahren. Und da, wo der Unfall passiert ist, bin ich mit Helm gefahren. Was sagt uns das wieder? Hä? Das ist schon alles komisch. Ne? Also, nicht jammern, sondern immer an die positiven Sachen denken. Ja? Tut das weh? Ja. Tut mein Bein weh? Ja. Ist mein Arm noch dran? Ja. Ist mein Bein noch dran? Ja. Alter, was gibt es zu jammern? Es gibt nichts zu jammern. Also seht immer das Positive, Leute. Bitte, seht immer das Positive. Und oft denke ich auch, was ist oft? Jeden Tag mache ich mir auch Gedanken wegen Gott. Warum, wieso, weshalb? Warum lässt er manchmal solche Sachen zu? Wieso lässt er bei mir, okay, da war ich ja selber schuld, weil ich so dumm war und einfach zu schnell um die Kurve gefahren bin. Aber kleine Kinder und ihr wisst schon, oder dieses, wie kann er solche pädophilischen Drecksäcke da solche Sachen machen lassen? Wieso lässt er sowas zu? Er sieht das doch, ja. Lauter solche Fragen stelle ich mir und ich bekomme zum Glück immer eine Antwort. Wir müssen mal da mal eine Gesprächsrunde machen in mein Café. Wer Lust hat, lade ich euch alle dazu ein. Innen drin am weißen Tisch. Hey, geiler Name, weißer Tisch. Heiße Themen am weißen Tisch. Also meine lieben Gäste, alle die hier schon ausgewandert sind, wer Lust hat für solche Themen, soll sich bei mir melden, ja, über alle möglichen Themen. So viel von mir, vielen Dank fürs Zuhören, hoffentlich hat man jetzt meinen Schwanz nicht gesehen, nein. Ja, meine Freundin wollte jetzt herfliegen und mich pflegen, ich habe es ihr nämlich nicht gesagt gehabt, ich wollte... Das war einfach schlimm. Ich habe nur noch Schmerzen gehabt, ob sie jetzt da gewesen wäre oder nicht. Wäre nichts, hätte nicht weitergeholfen. Ja? Schmerzen und Hilfe. Ich hatte euch doch erzählt, in türkischen Krankenhäusern ist so, dass die Verwandtschaft von euch, wenn euch irgendwas passiert und euer Arsch abgewischt werden muss oder euer Wunde gepflegt werden muss oder solche Sachen. Ohne Schmarrn, Leute, das machen hier die Verwandten. Ja? Das machen hier die Verwandten. Bei so schlimmen Fällen und so verstehe ich ja das, dass die dann auch kommen, die haben dann so ein Klappsofa, können sie dann auch schlafen im Krankenhaus, kriegen auch Essen umsonst vom Krankenhaus. Nur bei mir war ja so, ich musste ja alle paar Stunden mal aufs Klo und das deswegen muss doch nicht jemand den ganzen Tag da rumhocken und auf mich aufpassen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ich habe gesagt, sie braucht nicht kommen, ich schaffe das schon und jetzt ist ja bald soweit, dann habe ich es hinter mir. Aber es ist sehr lieb. Füßchen an meinen Schatzi. Und
Mensch, lauter interessante Sachen wollte ich sagen, aber es ist einfach zu lang. Außerdem tut mein Arm jetzt wieder weh und ich habe mir was zum Essen gemacht. Meine Küche zeige ich euch lieber nicht. Danke auch an meine Angestellte, die auch immer kommt und einkauft für mich und mir hilft. Ja, und an alle, die mir sowieso helfen wollten, vielen, vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Und ich wünsche euch, dass euch sowas nicht passiert. Fahrt bitte vorsichtig, okay? Also liebe Grüße aus Alanya und bald bin ich wieder auf den Beinen. Dann gibt es wieder interessante Sachen. Tschüssi.